Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar mal wieder ein Zeig mir ein Buch, das ... Video. Das heißt, zeig mir ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat, zeig mir ein Buch, das den Hype nicht verdient hat und so weiter. Ich habe euch nämlich mal wieder auf Instagram nach Vorschlägen gefragt und ihr wart ganz fleißig dabei und habt mir super viele Vorschläge gesendet und ich habe jetzt, ich glaube, so 11 oder 12 rausgesucht, das heißt 11 oder 12 Bücher, die eben zu den entsprechenden Kategorien passen, die ihr vorgeschlagen habt. Es sind auf jeden Fall ein paar coole Kategorien dabei. Ihr könnt auch gerne noch weitere Kategorien in die Kommentare schreiben. Dann kann ich auch irgendwann mal noch einen Teil drehen. Ich habe ja schon mal so ein Video gedreht, aber das ist jetzt auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, also ultra lange her. Das kann ich euch auch gerne nochmal unten verlinken. Dann könnt ihr da auch gerne einmal vorbeischauen. Und ihr könnt auch gerne zu den verschiedenen Kategorien auch eure Bücher in die Kommentare schreiben, also welches Buch ihr genommen hättet. Und dann können wir uns ein bisschen austauschen. Und dann würde ich sagen, rede ich gar nicht lange drum herum, weil wir haben ja einige Kategorien vor uns und wir starten direkt mit dem Video. Und zwar starten wir direkt mit einer Kategorie, die ganz oft genannt worden ist. Und zwar zeig mir ein Buch, das dir aus einer Leseflaute hinausgeholfen hat. Das ist ja sowieso immer so eine Sache. Da fragen mich auch super viele immer nach Tipps, aber ich habe leider keine Tipps. Also wenn ich selber in der Leseflaute bin, da fällt es mir immer super schwer, da wieder rauszukommen. Aber es gibt einen Trick, beziehungsweise ich will es auch nicht richtig Trick nennen, aber ich lese dann immer gerne Bücher, die, von denen ich weiß, dass sie mir gut gefallen. Also Bücher, die ich schon gelesen habe. Und da passt auch dieses Buch ganz gut rein. Und zwar habe ich mir nämlich Selection für diese Kategorie rausgesucht. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr in die Kamera gehalten, aber ich bin riesengroßer Selection-Fan. Also ich liebe die Reihe, die ganze Reihe. Klar, die letzten beiden Bände, die so ein bisschen Spin-off sind, die fand ich jetzt nicht so toll. Aber die Hauptreihe, die ersten drei Teile, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und da könntet ihr jetzt auch jedes andere Buch nehmen, was ihr gerne lest. Aber wie gesagt, also wenn ich eine Leseflaute bin, dann greife ich gerne zu Büchern, die mir einfach schon immer gut gefallen haben und von denen ich weiß, dass sie mich nicht enttäuschen werden. Und da habe ich tatsächlich auch Selection schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal dann gelesen. Also ich habe es auch noch auf Englisch und dann switche ich immer zwischen den beiden Sprachen abwechselnd. Und immer wenn ich so ein bisschen merke, dass ich in der Leselaufflaute bin, dann nehme ich eins von den Büchern, von denen ich weiß, beziehungsweise eine der Reihen, von denen ich weiß, dass sie mir richtig gut gefallen. Und Selection ist einfach so eine Reihe, weil das ist für mich so eine Reihe, die ich einfach immer wieder lesen kann, immer wieder gerne lese, weil ich einfach die ganze Handlung cool finde. Ich mag die Charaktere, ich mag eigentlich alles an der Reihe. Ich weiß, viele mögen die Reihe nicht, also wenn ihr sie nicht mochtet, dann ist sie natürlich nicht gut, um euch aus einer Leseflaute hinauszuhelfen. Aber dadurch, dass ich die Reihe eben so gerne mag, hat sie mir schon oft aus einer Leseflaute rausgeholfen. Ich merke gerade, das Buch passt auch gerade gut zu meinem Pulli, also als hätte ich es drauf abgestimmt. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich immer wieder richtig, richtig gerne lese und die mir deswegen auch schon oft aus einer Leseflaute hinausgeholfen hat. Kommen wir einmal zum Sponsor des heutigen Videos und zwar ist das lieberweise HelloFresh. Und zwar ist HelloFresh ein wöchentliches Abo-System, wo ihr euch Lebensmittel nach Hause liefern könnt und die sind dann schon zu festen Gerichten zusammengestellt. Das heißt, ihr könnt jede Woche aus 34 verschiedenen Gerichten wählen. Und mit meinem Code LITTLEBOOK könnt ihr auch bis zu 90 Euro in Deutschland auf eure ersten 4 Boxen von HelloFresh sparen und bekommt sogar noch kostenlosen Versand obendrauf. Und ich habe mir jetzt auch mal Boxen ausgesucht und wir schwenken jetzt einmal zu dem Moment, wo die Boxen bei mir angekommen sind. Und dann zeige ich euch auch einmal, welche Gerichte ich mir da ausgesucht habe und koche auch eins zusammen mit euch. So, hier seht ihr einmal die Box, die bei mir angekommen ist mit den 3 verschiedenen Gerichten und hier seht ihr auch die Rezeptkarten dazu und wir haben uns dazu entschieden, Gericht Nummer 21 zu kochen und zwar die Gnocchi mit Champignons und Spinat. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber das haben wir auf jeden Fall gekocht und hier seht ihr die ganzen Zutaten, die genau abgepackt sind. Deswegen war es auch total leicht und hier ist einmal das Rezept. Das war auch sehr leicht zu verstehen, also ich bin echt nicht die Beste im Kochen, aber das hat super geklappt und war sehr, sehr schnell fertig. Also wir haben tatsächlich die Zeit gebraucht, die darauf stand, also 40 Minuten. Und ja, da seht ihr die verschiedenen Steps, die wir dabei gemacht haben. Dann haben wir ordentlich Käse drauf gemacht und es war echt richtig, richtig lecker. Es hat sehr, sehr, sehr gut geschmeckt und war auch von der Portion her perfekt. Habt ihr jetzt einmal im Schnelldurchlauf gesehen, wie so eine Box aufgebaut ist. Ich habe die für 4 Personen für 3 Mahlzeiten bestellt, weil wir ein 4-Personen-Haushalt sind und das jetzt ganz gut gepasst hat mit dem Einkaufsplan. Und ihr habt ja auch schon gesehen, das Gericht ist super cool geworden, hat auch sehr, sehr lecker geschmeckt und war sehr, sehr einfach. Und zur Erinnerung nochmal, mein Code war LITTLEBOOK und ihr könnt damit bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 Boxen sparen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch weiter mit dem Video.
Weiter geht's mit der Kategorie Zeige ein Buch, das dich zum Nachdenken angeregt hat, beziehungsweise was dich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Und da konnte ich mich jetzt gar nicht auf ein Buch beschränken, sondern habe mir mal zwei Bücher ausgesucht, aber beide aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar habe ich mir einmal Wie ein Schatten im Sommer von Adriana Popescu rausgesucht. Allgemein finde ich die Bücher von Adriana Popescu regen immer total zum Nachdenken an und sind auch Bücher, wenn ich die dann beendet habe, dann denke ich noch voll lange auch darüber nach. Und das ist jetzt auch ein Buch, was mir wirklich schon lange im Kopf geblieben ist, also jetzt seit einem Jahr und wo ich auch immer noch regelmäßig dran denke, weil es einfach, Adriana Popescus Bücher sind einfach gesellschaftskritisch und dementsprechend hat man auch immer wieder die Möglichkeit, im alltäglichen Leben immer wieder darauf zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und hier geht es um Rassismus, also ein ganz, ganz aktuelles Thema, beziehungsweise ein Thema, was schon lange sehr, sehr aktuell ist. Und es ist super gut behandelt, finde ich, in diesem Buch. Auch sehr kritisch behandelt und sehr reflektiv und auch aus verschiedenen Perspektiven. Also einmal aus der Perspektive der Protagonistin, die immer wieder mit Konfrontationen, mit Diskriminierungen konfrontiert wird. Und dann auch noch aus der Sicht von einem eigentlich richtig netten Jungen, der aber mit den falschen Leuten in Kontakt kommt und dementsprechend so ein bisschen auf die schiefe Bahn gerät. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Perspektiven, die super, super interessant sind. Und das hat das Buch auch so ein bisschen ausgemacht. Und es regt total zum Nachdenken an. Es ist auch ein Buch, was ich nicht weglegen konnte, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe und was ich nur empfehlen kann, wenn man mal ein bisschen weniger leichte Lektüre haben möchte. Es ist trotzdem immer noch gut verpackt, weil es in einem Jugendbuch verpackt ist. Dementsprechend auch immer noch einfach zu lesen. Aber wenn man weiter drüber nachdenkt, ist es nicht ganz einfache Kost und einfach ein Buch, was man nicht so schnell vergisst, was ja auch sehr, sehr positiv ist. Und es hat es ja auch deswegen in meine Jahreshighlights reingeschafft. Und das nächste Buch ist ein ganz anderes Buch. Also es ist auch wieder ein Jugendbuch, aber es behandelt andere Themen. Und zwar ist das Loveless. Und Loveless, wisst ihr ja auch, fand ich ganz, ganz toll. Habe ich ja jetzt auch schon zigtausendmal drüber geredet. Also sollte es keinen mehr verwundern. Und daran merkt man ja auch, dass mich das Buch immer wieder beschäftigt, dadurch, dass ich es immer wieder auch in meinen Videos anspreche. Ich fand das Buch einfach richtig, richtig besonders und richtig, richtig gut, weil es einfach einen anderen Blick, finde ich, auf Beziehungen und Beziehungskonstellationen und auch mal Themen beleuchtet, die nicht so häufig beleuchtet werden. Also hier geht es auch vordergründlich auch um das Thema Asexualität, auch Formen der Asexualität und andere Sexualitätsformen, die in, finde ich, den meisten Büchern eher unterrepräsentiert sind, beziehungsweise gar nicht erst angesprochen werden. Und das fand ich einfach total cool, weil das Ganze einen viel, viel offeneren Blick gibt und das nicht alles eben in diese Schubladen reinpasst und nicht immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern dass es eben noch viel, viel mehr gibt und dass alles okay ist und es zeigt so ein bisschen den Struggle von der Protagonistin. Und ich fand es einfach richtig, richtig toll und ich weiß, ich werde jetzt auch nicht lange über das Buch reden, weil ich habe ja schon tausendmal drüber geredet. Aber ich finde es absolut empfehlenswert für alle, die es noch nicht gelesen haben. Schnappt es euch, lest es, es ist super. Genauso wie bei den Büchern von Adriana Popescu. Also wer noch nie ein Buch von Adriana Popescu gelesen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall mal eine Chance. Vor allem, wenn ihr gerne Jugendbücher lest und ein bisschen was Gesellschaftskritischeres, dann ist es echt super. Und genauso ist es bei Alice Oseman. Ich finde ihre Bücher einfach alle ganz, ganz toll und kann die immer nur wieder in die Kamera halten und empfehlen. Die nächste Kategorie fand ich auch total schön und zwar zeige mir ein Buch, das dir Nostalgie gibt. Und da gibt es super viele Bücher, dadurch, dass ich ja schon sehr, sehr lange lese und da haben sich einfach viele Bücher angesammelt, die ich total gerne, auf die ich einfach total gerne zurückblicke, von denen ich vielleicht heute nicht mehr sagen würde, dass es gute Bücher sind, beziehungsweise die würden mir heute wahrscheinlich auch nicht mehr gefallen. Aber das sind einfach Bücher, mit denen ich so viel verbinde. Also da ist natürlich unter anderem auch die Skaldagree Pleasant-Reihe total dabei oder die Twilight-Reihe, aber es sind Reihen, die ich immer wieder zeige. Und als ich dann weiter darüber nachgedacht habe, ist mir eine Reihe auch in den Kopf gekommen, mit der ich total viel irgendwie verbinde. Und zwar ist das die Lux-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Und das ist jetzt der erste Teil Obsidian. Und das ist für mich auch eine Reihe, die ich einfach damals absolut durchgesuchtet habe und absolut geliebt habe und bei der ich mich jedes Mal auf die Erscheinung von den weiteren Teilen so krass gefreut habe. Das war auch eine Reihe, die mir einfach so viel Spaß am Lesen gegeben hat. Und ich weiß, es ist literarisch kein Meisterwerk. Und ich glaube, wenn ich die Reihe jetzt nochmal wieder lesen würde, dann wird sie mir unheimlich viel Nostalgie geben. Also ich würde die ganze Zeit darüber nachdenken, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich die Reihe gelesen habe mit
12, 13 oder so und ich das alles absolut geliebt habe. Und jetzt wird man darauf denken, sich sagen, wie kindisch, wie naiv ist die Protagonistin, das ist so unrealistisch. Also ich weiß ja, wie ich heutzutage solche Fantasy-Romane teilweise finde, aber damals habe ich das halt so krass geliebt und fand das so, so toll. Also das war dann auch mein Leben, als ich das Buch gelesen habe und die ganze Reihe, da war, konnte ich über nichts anderes mehr gefühlt reden als über diese Bücher, weil ich die so, so toll fand. Und es ist einfach eine Reihe, die damals einen absoluten Hype hatte und jeder gefühlt hat die gelesen. Heutzutage sehe ich die echt gar nicht mehr gefühlt. Jennifer L. Armentrout hat ja auch die ganze Reihe nochmal aus Damons Perspektive rausgebracht. Da habe ich auch nur den ersten Teil gelesen, dann war mir das auch genug mit der Nostalgie. Aber ja, damals habe ich die auf jeden Fall richtig, richtig gerne gelesen und ich werde die Reihe auch bestimmt nochmal rereaden, einfach für den Nostalgiefaktor, weil ich mir dann so denke, ah, damals, als ich noch jung war, ich meine, ich bin ja immer noch jung, aber ihr kennt das ja, man blickt dann immer darauf zurück und denkt sich so, ach, damals hatte man noch keine Probleme, außer wie geht es mit Katie und Damon weiter. Und ja, das waren damals auch gefühlt meine einzigen Probleme, als ich das gelesen habe. Und ja, deswegen blicke ich da einfach immer total gerne drauf zurück und auch auf andere Reihen. Und da gibt es einfach super, super viele, die mich so richtig nostalgisch machen. Da geht es mit der Kategorie Zeige mir ein Buch, das dich alles um dich herum vergessen lässt. Und da habe ich mir jetzt auch eine Fantasy-Reihe rausgesucht, die ich euch auch schon sehr oft gezeigt habe deswegen. Aber ich muss die Reihe zeigen, weil es ist wirklich eine Reihe, die alles um mich herum hat mich vergessen lassen. So eine Reihe, die habe ich so durchgesuchtet, habe ich so krass geliebt. Und ja, ich weiß noch genau, wie ich mich damals beim Lesen gefühlt habe. Und das ist halt genau dieses Gefühl. Und zwar ist es Ein Fluch so ewig und kalt. Ich weiß, die Cursebreaker / Amberfell-Reihe. Ich habe die Teile einfach alle geliebt. Es sind drei Teile und es ist auch noch ein Spin-off erschienen, den habe ich auch, war noch nicht gelesen. Und es sind einfach großartige Bücher, weil sie haben ein tolles Worldbuilding, sie haben tolle Charaktere, da ist einfach alles, alles ist da richtig und alles ist toll. Und deswegen vergisst man so richtig die Welt um sich herum, wenn man diese Bücher liest, weil man mit den Charakteren mitfiebert, man fiebert mit dem Plot mit. Es hat auch einen großartigen Plot, also es war auch irgendwo irgendwas von wegen die beste Fantasy-Reihe, die du je gelesen hast. Also das ist auf jeden Fall mit unter anderem eine der besten Fantasy-Reihen, die ich je gelesen habe. Es ist einfach super, super cool. Ich habe ja schon tausendmal was zu dem Inhalt gesagt, es geht ein bisschen im Paralleluniversum. Und der erste Teil ist so ein bisschen Die Schöne und das Biest mäßig, aber dann geht das Ganze auf jeden Fall auch davon weg und es geht mehr so um ja, Streitigkeiten, Uneinigkeiten, Flüche und so weiter zwischen den verschiedenen Ländern und es ist einfach so, so, so cool gemacht, beziehungsweise nicht Ländern, sondern Königreiche. Aber es ist so, so cool gemacht und ich habe die ganze Reihe total geliebt und war so, so traurig, als ich den letzten Teil gelesen habe und habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass ein Spin-off rausgekommen ist. Wie gesagt, muss ich unbedingt noch lesen, aber ich weiß halt, wenn ich das anfange, dass das wahrscheinlich der den gleichen Effekt auf mich hat und ich mache dann auch nichts anderes mehr. Also es ist das Schlimmste für mich, sowas in der Klausurenphase da so anzufangen, weil ich möchte dann wirklich nur noch lesen. Ich denke dann auch den ganzen Tag darüber nach, dass ich gerne jetzt lesen möchte und wenn ich dann anfange, dann ja, fliegen die Seiten und dann sitzt man da plötzlich 2 Stunden und das sind echt Bücher, die einen die Zeit auch vergessen lassen. Deswegen kann ich die Reihe echt wie immer nur euch ans Herz legen. Wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, dann legt sie euch unbedingt zu. Weiter geht's mit Zeige mir ein Buch, das du erst nicht lesen wolltest, aber hinterher geliebt hast. Und zwar habe ich mir da ein Buch rausgesucht, was ich ja im letzten Monat gelesen habe, von dem ich totale Angst hatte und wo ich echt immer gedacht habe, soll ich das wirklich lesen, weil wird mir das nicht den ersten Teil versauen? Und dann im Endeffekt fand ich es total gut, war total überrascht. Ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass es mir so gut gefallen würde, weil, keine Ahnung, ich war einfach so negativ eingestellt. Und zwar rede ich von It Starts With Us. Ihr konntet es euch wahrscheinlich schon denken. Und es passt auch gut zu meinem Pulli, Mensch. Und zwar fand ich das Buch wirklich richtig, richtig gut. Also ich hatte echt Schiss, weil ich habe ja diesen Epilog da von Verity gelesen und fand den total schlecht, wie gefühlt alle anderen auch. Manche fanden ihn gut, aber die meisten fanden ihn auch schlecht. Und ich hatte echt Angst, dass es mit It Starts With Us ähnlich sein wird. Dass es einfach total unnötig sein wird. Und dass ich dazu zu mir so denke, ja, okay, man hätte auch einfach It Ends With Us so stehen lassen können. Und das hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber ich fand It Starts With Us einfach toll, weil es genau da angesetzt hat, wo It Ends With Us aufgehört hat. Und ich habe It Ends With Us einfach geliebt. Also es war für mich ein ganz, ganz tolles Buch. Es gehört, für mich ist es das beste Buch von Colleen Hoover, das es gibt. Und dementsprechend, dadurch, dass das hier genau da ansetzt, ist es natürlich genauso gut weitergegangen und die Themen wurden auch nicht unter den Tisch gekehrt und es wurde jetzt nicht ein auf ja, Happy End gemacht und es wird nur happier und happier, sondern es gab auf jeden Fall auch Hürden, es gab Plot-Twists und
Die ganzen schwierigen Themen, die der erste Band aufreißt, wurden auch nicht einfach fallen gelassen, sondern wieder thematisiert. Und ich fand es wirklich toll. Es gab auch noch ein paar Wendungen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Es wurde auch noch ein Charakter eingeführt, den ich aber sehr, sehr passend fand. Und was ich einfach alles, ich fand einfach alles cool an dem Buch. Also es hat mich richtig, richtig gefreut und richtig überrascht und kann ich nur empfehlen. Also für alle, die darüber nachdenken, ob sie das Buch lesen sollen, weil sie eben auch Angst haben, dass es den ersten Teil versauen könnte. Ihr könnt es auf jeden Fall bedenkenlos euch zulegen und lesen. Weiter geht's mit Zeige mir ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat. Und da musste ich echt lange überlegen, weil, wenn ich mich recht erinnere, habe ich schon sehr lange nicht mehr wegen eines Buchs geweint. Früher habe ich wirklich sehr, sehr oft und sehr viel wegen Büchern geweint, einfach weil mich das so schnell so ergriffen hat. Aber mittlerweile, also in den letzten Jahren, hat das total abgenommen. Also ich weine wirklich selten wegen Büchern. Und dementsprechend konnte ich mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bei einem Buch geweint habe. Aber ich konnte mich von damals erinnern, bei welchem Buch ich richtig, richtig krass geflennt habe. Ich kann mich auch noch erinnern, bei welchem letzten Film ich geweint habe. Und zwar war das Der Gesang der Flusskrebse, also Where the Crawdads Sing. Den Film fand ich auf jeden Fall großartig und da muss ich das Buch auch unbedingt bald noch lesen. Aber kommen wir zurück zum Buch. Und zwar ist das Salz und Stein von Victoria Scott. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wer dieses Buch überhaupt kennt. Also wahrscheinlich total wenige. Und zwar ist das der zweite Teil von Feuer und Flut und Salz und Stein ist eben der zweite. Ja, Salz und Stein ist eben der zweite Teil und Feuer und Flut ist der erste Teil. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt, aber ja, auf jeden Fall ist das eigentlich eine Trilogie gewesen, aber es ist nie ein dritter Teil rausgekommen. Dementsprechend muss man die Reihe auch nicht lesen, weil man wird ja nie erfahren, wie es ausgeht. Und das macht das Ganze halt irgendwie noch trauriger, weil als ich das gelesen habe, war mir noch nicht ganz klar, dass wirklich kein dritter Teil rauskommt. Und das Ganze endet halt total krass und es ist so ein Spiel auf Leben und Tod. Und da sind dann verschiedene Leute in einer Arena und müssen so einen ja, Weg durchlaufen und am Ende am Ziel ankommen und werden da immer wieder vor neue Hindernisse gestellt und sind auch gegenseitig sehr brutal, ne, wie man sich das halt vorstellen kann. Es geht halt um etwas sehr Wertvolles für alle. Und die Protagonistin selbst ist halt noch sehr jung und macht das Ganze, ich glaube, für ihre Schwester oder für ihren Bruder. Ich weiß es nicht mehr. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ja auch schon ewig her, dass ich es gelesen habe, wirklich schon Jahre. Und das Ganze hat mich so krass mitgenommen, weil es wirklich, man hat, kommt immer vom Hoch, Tief, das Buch ist eine richtige Achterbahnfahrt. Und besonders das Ende hat mich komplett auseinandergerissen. Also ich weiß echt noch, wie ich hier gesessen habe und mich gar nicht mehr eingekriegt habe vor Heulen, weil ich das Buch so krass fand und mich das so mitgenommen hat. Und dann, ja, hat sich so langsam ergeben, dass es auch keinen dritten Teil mehr gibt. Und das war dann noch trauriger, weil das Buch endet mit einem krassen Cliffhanger. Man hätte halt gerne gewusst, wie es ausgeht. Ich weiß auch gar nicht, ob also die Autorin mittlerweile da mal jemals was veröffentlicht hat, so eine Zusammenfassung, wie es dann hätte weitergehen können. Aber es ist halt auch kein Buch, also es ist auch nicht dasselbe. Ich habe dann irgendwann aufgehört, mich darüber zu informieren, weil sich da jahrelang nichts getan hat. Aber ja, das Buch war, also die Bücher, die ersten beiden Bücher, ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr weitergeschrieben wurde, beziehungsweise warum der Verlagsvertrag aufgelöst wurde, weil die ersten beiden Bücher sind einfach krass gut. Also das ist Wahnsinn, wie gut die gewesen sind. Ich meine, klar, ist jetzt auch schon wieder Jahre her. Vielleicht blicke ich da auch gerade wieder nostalgisch drauf zurück. Aber damals fand ich die auf jeden Fall großartig und da habe ich echt geflennt wie ein Schlosshund. Und das werde ich auch nie vergessen. Deswegen ist mir das sofort in den Kopf gekommen. Weiter geht's mit Zeig mir ein Buch, das schon viel zu lange auf deinem Sub liegt, also auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Und da ist mir auch sofort ein Buch in den Kopf gekommen, was ich damals unbedingt haben wollte, als ich den ersten Teil nämlich beendet hatte. Der hat mir richtig gut gefallen. Wollte ich unbedingt Band 2 haben, habe mir den dann zum Geburtstag gewünscht. Und dann habe ich das Buch nie gelesen und das ist jetzt bestimmt 4 Jahre her, wenn nicht sogar länger. Und zwar ist das Elias und Laia, das ist jetzt der zweite Teil, eine Fackel im Dunkel der Nacht. Ein super, super schönes Buch und auch der, also optisch, ich weiß ja nicht, wie der Inhalt ist, ich habe es ja nie gelesen, aber der erste Teil hat mir richtig gut damals gefallen und ich habe es richtig gerne gelesen. Ich weiß noch, wie ich das durchgesuchtet habe und dementsprechend ja dann auch unbedingt Teil 2 haben wollte und dann habe ich das einfach nie weitergelesen, was total dämlich ist, weil ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an Teil 1 erinnern. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Ich könnte noch nicht mal die Charaktere mehr aufzählen, außer Elias und Laia, weil so heißt das Buch ja, das heißt, die sind ja die Protagonisten. Aber mehr weiß ich leider auch nicht mehr. Es ist jetzt einfach schon so viele Jahre her. Und ich weiß auch nicht, ich wollte das Buch wirklich unbedingt haben. Ich war auch total motiviert. Aber irgendwie hat sich das Ganze dann wieder so im Sande verlaufen. Und dann habe ich nie weitergelesen. Genauso wie bei der
Das Reich der Sieben Höfe-Reihe. Da wollte ich auch erst den dritten Teil zeigen, weil den habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf dem Sub und nie gelesen. Und ich glaube, das ist sogar noch länger auf meinem Sub. Ja, ich weiß auch nicht, ich muss mich irgendwann mal hinsetzen und Teil 1 nochmal rereaden und dann Teil 2 lesen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ist das eine Dilogie oder gibt es dann noch mehr Teile? Also müsste ich dann noch weiterlesen, weil das wäre dann vielleicht auch gut zu wissen, weil dann müsste ich mir eigentlich auch die weiteren Teile direkt zulegen. Aber ja, und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt und ob es sich gelohnt hat. Also ob ich den ersten Teil jetzt nochmal lesen soll und dann den zweiten Teil weiterlesen soll. Weil sonst wird das nichts. Also ich kann jetzt nicht einfach dieses Buch anfangen, ohne den ersten Teil nochmal zu rereaden. Dafür ist das viel, viel zu lange her. Weiter geht's mit Zeige mir ein Buch, das so spannend war, dass du es nicht aus der Hand legen konntest. Ich könnte euch jetzt natürlich schon wieder die Curse-Breaker/Emberfall-Reihe zeigen, aber das mache ich nicht. Denn es gibt noch eine Reihe, die mich letztes Jahr echt absolut umgehauen hat. Ich hätte niemals gedacht, dass mir die Reihe so gut gefallen würde. Und ich habe ja auch direkt Band 2 und Band 3 gekauft, weil ich nicht wollte, dass das genauso passiert wie beispielsweise bei Elias und Laia. Und zwar rede ich von Ophelia Scale. Also ich glaube, ihr habt mitgekriegt, dass ich die Bücher unglaublich toll fand. Ich habe ja auch so oft darüber geredet und so oft gesagt, dass wie großartig ich diese Bücher finde und dass man die unbedingt lesen muss. Und ja, deswegen ist es hier am Start. Das war auch echt eine Reihe, die habe ich so durchgesuchtet, die habe ich so in einer Rekordzeit gelesen. Einfach weil ich mich da auch immer wieder aufs Lesen gefreut habe und immer wieder weiterlesen wollte. Das Ganze ist eine Dystopie und es ist so cool gemacht, denn es gibt so die Abkehr, das heißt die KIs, und ich finde, KIs sind ja aktuell in Zeiten von ChatGPT auch so krass aktuell. Also es ist ein so krass aktuelles Thema und auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Und ich finde das Ganze gar nicht so realitätsfern, denn sie schaffen dann nämlich die ganze Technik ab. Also das Königreich schafft die ganze Technik ab und dementsprechend gibt es dann diese Abkehr, wieder Rückbesinnung auf alte Werte etc. Aber unsere Protagonistin ist damit nicht so happy und tritt einer Widerstandsgruppe bei und dann macht sie so ein Aufnahmetraining, um in die königliche Garde zu kommen, um eben an den Kern der ganzen Sache zu kommen. Aber ist gleichzeitig eine Widerstandskämpferin, also das Ganze ist dann so eine Undercover-Mission. Und gleichzeitig haben wir noch diese Auswahl, wer dann zu diesen Widerstandskämpfern ausgewählt wird. Nicht Widerstandskämpfern, für die nationale Garde, so, königliche Garde. Und es war einfach so krass gut gemacht. Die Charaktere sind toll ausgearbeitet. Es ist einfach alles toll an dieser Reihe. Und die Reihe wird auch nicht schlechter über die Teile, sondern bleibt konstant richtig, richtig toll. Also ich glaube, Teil 1 war mein Favorite, aber die anderen Teile sind auch richtig, richtig gut. Also kann ich nur empfehlen, war eine Reihe, die mich unheimlich gefesselt hat. Die nächste Kategorie ist, zeige mir ein Buch, das für dich ein absolutes Wohlfühlbuch ist, beziehungsweise ein Comfort-Book. Und zwar ist das für mich auf jeden Fall das hier. Das ist To All the Boys I've Loved Before. Und ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass das so eine Reihe ist, die ich so alle 2 Jahre oder manchmal auch jedes Jahr rereade, weil sie mir einfach so, so gut gefällt. Also ich finde es jedes Mal wie nach Hause kommen, wenn ich Lara Jean und ihre ganze Familie wiedersehe, weil ich die Bücher auch schon so häufig gelesen habe. Also ich glaube, ich habe die ganze Reihe auch schon, boah, 4-mal, glaube ich, gereadet. Und es ist immer wieder total schön und ich freue mich immer wieder, alle wiederzusehen, weil es wie so eine kleine Family Reunion ist. Ja. Und dementsprechend ist es halt für mich ein absolutes Wohlfühlbuch, beziehungsweise eine absolute Wohlfühlreihe. Also wenn ich damit anfange, dann lese ich auch alle Teile. Das ist für mich zum Beispiel auch so eine Reihe, wenn ich eine Leseflaute habe, dann lese ich die auch gerne, weil ich einfach weiß, dass sie mich nicht enttäuschen werden und dass die Reihe gut wird. Und dementsprechend sind das für mich einfach absolute Wohlfühlbücher. Die Filme fand ich nicht so gut, die fand ich eher enttäuschend, aber die Bücher sind richtig gut. Also wenn ihr die Filme zuerst gesehen habt, lasst euch davon nicht abschrecken. Also die Bücher sind auf jeden Fall besser. Und es ist einfach so eine coole Teenie-Romance. Ich finde Lara Jean einfach unheimlich sympathisch und ich finde die ganze Family von ihr auch super sympathisch. Und dementsprechend ist es einfach so eine Reihe, wo ich mich dann wohlfühle. Es werden keine krass schweren Themen behandelt, sondern es ist einfach so eine Reihe, die man gerne liest und nach der man sich einfach cool fühlt. Also es sind so Feel-Good-Bücher und ich mag das einfach total gerne. Manchmal braucht man einfach so Bücher, die einen in eine richtig gute Stimmung bringen, die einen richtig happy machen. Und da muss ich sagen, ist die To All the Boys I've Loved Reihe einfach total toll für und deswegen, ja, ist das für mich eine absolute Wohlfühlreihe. Weiter geht's mit Zeige mir ein Buch, das den Hype nicht verdient hat. Und auch das sollte keinen überraschen, denn das Buch habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Und zwar ist das Twisted Love. Das mochte ich ja leider nicht so gerne und das hat ja einen echten totalen Hype. Also gefühlt jeder hat es gelesen, jeder hat es auf TikTok in die Kamera gehalten.
Und dementsprechend hatte ich natürlich auch total hohe Erwartungen. Also ich dachte, das Buch würde mich vom Hocker hauen, das Buch würde der neue New Adult Bestseller werden. Und ich sage, wow, wahnsinnig toll, aber leider war dem nicht so. Ich fand das Buch nicht so toll, dadurch, dass die Charaktere sehr stereotypisiert sind und es einfach nichts Innovatives an dem Buch gibt. Das fand ich echt ein bisschen krass. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so krass in den Hype kommt, denn der Protagonist ist wirklich so typisch, also für dieses Genre. Er ist ein Mafia-Boss, er hat eine total traumatische Vergangenheit, er kann sich nicht auf Beziehungen einlassen und er ist natürlich aber dieser dunkle, gut aussehende, mysteriöse Typ, total durchtrainiert, hat einen total krassen Beschützerinstinkt, hat gefühlt noch traditionelle Werte von vor 1000 Jahren und das findet man dann toll, ich weiß auch nicht. Also da war ich ein bisschen schockiert, dass das in den Hype gekommen ist und die Protagonistin ist auch relativ stumpf und ich weiß auch nicht, also viele Szenen fand ich einfach super fragwürdig. Also ich finde, es grenzt schon sehr an Stalking und an sehr komische Verhaltensweisen teilweise. Und keine Ahnung, ich fand es einfach alles nicht so cool, deswegen war ich so, okay. Also ich weiß jetzt nicht, ich muss mich schon so ein bisschen zumindest, also ich muss mich nicht verlieben in die männlichen Protagonisten, wenn ich eine Love Story lese, aber ich muss die schon irgendwie so ein bisschen toll finden. Also ich muss schon so ein bisschen verstehen, warum die weibliche Protagonistin ihn jetzt feiert. Und wenn ich das nicht verstehe und mir da so sitze und mir denke, boah, Mädel, warum rennst du dem jetzt hinterher? Der ist total komisch. Renn um dein Leben. Dann kann ich da nicht so ganz mitfühlen, sondern denke mir erst so, oh Gott, bleib bitte auseinander. Und das war bei mir bei dem Buch einfach absolut der Fall. Deswegen, ja, fand ich, hat es den Hype nicht so sehr verdient. Aber ich werde auch noch mal ein ganzes Video zu BookTok-Büchern machen, denn ich lese auch gerade den zweiten Teil, also Twisted Games. Und dann kann ich euch noch mal ein bisschen berichten, wie mir jetzt so der zweite Teil gefallen hat und wie der so abschneidet im Vergleich zu diesem Buch hier. Und da machen wir auch direkt weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar zeige mir ein Buch, das ein wunderschönes Cover hat. Und das Buch habe ich euch auch schon öfter gezeigt, aber ich glaube schon seit einer Weile nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, kann ich es mal wieder mit reinnehmen. Und zwar ist das dieses hier. Das ist wunderschön. Ich werde es euch jetzt auch nochmal ein bisschen näher zeigen. Hier seht ihr es und ihr seht auch, wie es im Licht reflektiert. Und zwar ist das The Surface Breaks von Lewis O'Neill. Und ich habe damals diese wunderschöne Ausgabe gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die fühlt sich auch total, total hochwertig an. Das Buch ist auch sehr klein. Es ist so wunderschön gemacht mit so vielen Details und so vielen schönen Silberakzenten. Ich finde, das Buch sieht einfach traumhaft aus. Also es war immer das einzige Buch, was ich in meinem Regal so hatte stehen. Jetzt passt es nicht mehr. Aber ich hatte es immer so stehen, damit man auch das Cover sieht, weil ich das so wunderschön finde. Der Inhalt ist auch super. Also es ist eine, die kleine Meerjungfrau Märchenadaption, aber sehr, sehr feministisch und gesellschaftskritisch gemacht. War super, super gut. Habe ich auch also ich habe das Buch vor, ich glaube, 3 Jahren gelesen. Ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das heißt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alles so genau erinnern, aber ich fand es sehr, sehr gut. Und ich habe es natürlich auch fürs Cover gekauft. Also das Cover ist wunderschön. Es ist Wahnsinn. Also es kommt, finde ich, auf der Kamera nicht so krass rüber wie in echt, weil jetzt ist das Silber natürlich super overpowering, weil ich ja meine Softboxen anhabe und das natürlich total reflektiert. Aber es ist echt ein schönes Cover. Und es hat auch ein schönes, ja, so eine schöne Haptik. Also man fasst es auch gerne an. Also ich finde, so als Geschenk eignet sich das auch total toll. Also wenn man das auspackt und das sieht, denkt man sich so, boah, das ist ein richtiger Hingucker. Deswegen, das ist auf jeden Fall das schönste Cover, was ich in meinen ganzen Regalen habe. Also es ist das schönste Buch, was ich besitze. So, und jetzt machen wir einmal weiter mit der letzten Kategorie. Und zwar brauche ich dafür wieder mein Tablet. Denn die Kategorie ist, zeige mir ein Buch, das total gehypt wird, aber du noch nicht gelesen hast. Und da habe ich mir Shatter Me rausgesucht, denn Shatter Me ist ja wirklich eine Reihe, die total, total gehypt wird. Und ich wollte die Reihe immer mal lesen, aber ich habe es halt nie gemacht. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe damals, also hier ist einmal das Cover, das ist Shatter Me. Ja, es reflektiert gerade sehr blöd mit den Softboxen, aber ich hoffe, es ist okay so. Auf jeden Fall habe ich da mal eine Leseprobe gelesen vor Jahren. Also es heißt ja auf Deutsch, fürchte dich nicht oder so. Und das hat mir einfach nicht so gut gefallen. Vom Schreibstil her fand ich es einfach nicht so cool. Und dementsprechend habe ich es dann nie gelesen. Aber das Buch wird gefühlt von so vielen Leuten immer wieder gezeigt, obwohl es jetzt ja auch schon eine relativ alte Reihe ist. Und trotzdem hält sich das konstant im Hype. Deswegen bin ich eigentlich total neugierig und würde es total gerne lesen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, ja, die Leseprobe hat dir aber damals auch nicht gefallen. Willst du dem Ganzen wirklich eine Chance geben? Und deswegen habe ich bisher den Schritt noch nie gewagt und habe noch nie gesagt, ey, komm, ich hole mir das jetzt und lese das. Sondern habe immer gesagt, ach ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken und habe es dann nie gelesen. Aber ich wäre eigentlich, wie gesagt, total neugierig darauf, wie mir das gefallen würde. Deswegen schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Shatter Me gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da gibt. Ich glaube, es gibt 4,
viel von der Main-Reihe und dann nochmal zwei Spin-offs? Oder sind das alle sechs Teile so von der Main-Reihe oder gibt es da noch mehr? Klärt mich gerne auf. Ich habe nur gesehen, dass man auch das Ganze als Schuber kaufen kann und dann die ganze Reihe direkt hat. Aber wahrscheinlich kriegt man die auch schon mittlerweile ganz gut gebraucht. Ich müsste eigentlich mich mal informieren. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt auch eine Fantasy-Reihe. Das heißt, es wäre eigentlich auch was für mich. Ich habe auch den Klappentext rausgesucht, damit wir uns da mal einlesen können. Weil ich bin auch ein bisschen neugierig, worum es tatsächlich geht, weil ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass es so ein bisschen so Fantasy-mäßig ist, aber oder so Dystopie-mäßig, ich weiß es nicht. Aber wir lesen es jetzt einmal durch. Ich habe den jetzt auf Englisch rausgesucht, was ein bisschen dumm war, weil es gibt den auch auf Deutsch. Aber ja, wir lesen jetzt auf Englisch. A fragile young teenage girl is held captive. Locked in a cell by the re-establishment, a harsh dictatorship in charge of a crumbling world. This is no ordinary teenager. Juliet is a threat to the re-establishment's power. A touch from her can kill. One touch is all it takes. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Sie darf nämlich irgendwie niemanden anfassen und dann verliebt sie sich wahrscheinlich und das ist dann wahrscheinlich das Problem. Aber ich weiß es auch nicht. Ist jetzt auch nur ein Gedanke. But not only is she a threat, she is potentially the most powerful weapon they could have. Juliet has never fought for herself, but when she's reunited with the one person who ever cared about her, the depth of the emotion and the power within her become explosive. Okay, also es hört sich auf jeden Fall gut an. Es hört sich auch an, als wäre es was für mich. Deswegen wundert es mich, dass ich es jetzt bisher noch nie gelesen habe. Aber ich weiß auch nicht. Also irgendwas zieht mich weg von diesem Buch. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Aber es ist ja genauso wie bei Ophelia's Gay. Da habe ich auch immer gesehen, dass es alle feiern und dass es alle lesen und habe es dann trotzdem nie gelesen. Jetzt hat es mir auch total gut gefallen. Deswegen denke ich mir so die ganze Zeit, vielleicht gefällt mir diese Reihe total gut und ich habe sie jetzt jahrelang links liegen gelassen, obwohl es total großartig ist. Deswegen, ich glaube, ich muss dem ersten Teil einfach mal eine Chance geben. Also ich glaube, ich werde mir den einfach bald mal zulegen und dann kann ich das auch in dieses BookTok-Video vielleicht mit reinnehmen. Da kann ich euch dann eine kleine Review geben. Aber wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die Reihe schon gelesen habt. Dann könnt ihr mich vielleicht ein bisschen motivieren, die auch zu lesen oder demotivieren, falls sie euch nicht gefallen hat. Aber ja, damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, es waren coole Bücher für euch dabei. Es war irgendwie inspirierend und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt für solch ein Video oder wenn ihr mir eure Bücher in die Kommentare schreiben würdet für die Kategorien. Ach ja, und bevor ich es vergesse, denkt noch an meinen HelloFresh-Code, also Little Book, mit dem ihr 9 bis zu 90 Euro sparen könnt auf eure ersten 4 Boxen und kostenlosen Versand bekommt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!